dir? Gut, wie geht es dir? Hast du eine Kamera? Nein, ich. Achso, warte mal. Ist die nicht an, ja? Nee, noch nicht. So. So, jetzt. Großartig. Bin ja technisch mit Zoom nicht so versiert. Wir machen ja eigentlich alles mit Webex. Ach so, auch dienstlicher? Ja, das ist irgendwie angeblich sicherer, aber ich kann nicht so genau sagen, ob das stimmt. Ja, ist eine Frage der Server und der Daten. Wie toll, dass du Zeit für mich hast. Ich danke dir sehr. Sehr gerne. Wie läuft es bei euch in Hamburg? Ist alles okay? Ja, hat es nicht so doll geregnet wie andernorts. Also so, nee, hier ist alles in Ordnung. Ich merke so langsam ein ganz bisschen Sommerpause und Sommerruhe. So seit einer Woche ungefähr, würde ich sagen, ist ein bisschen ruhiger, sodass sich alle mal so ein bisschen von den 1,5 Jahren erholen können. Und wie ist es im Bundeskanzleramt? Ja, im Augenblick relativ viel, also heute wieder dieses Hochwasser, was uns jetzt ein bisschen beschäftigt, was ja ganz furchtbar ist im Rheinland-Pfalz und auch in Nordrhein-Westfalen. Die Bundeskanzlerin ist in Washington, das ist aber, glaube ich, irgendwie auch durch die Medien gelaufen. Ja, und ansonsten, Pandemie sieht auch nicht so gut aus, weil jetzt langsam aber sicher sich doch die Inzidenzen wieder schlecht entwickeln. Das beginnt ja da in Ostspanien kommt, in Portugal, wo es im Augenblick sehr schlecht ist, Großbritannien sehr schlecht, Russland sehr schlecht. Und dann ist es leider immer meistens eine Frage der Zeit, bis das dann auch hierher kommt. Und die Frage wird jetzt eigentlich sein, schaffen wir das rechtzeitig, genug Menschen durchzuimpfen? Und wenn das passiert ist, dann glaube ich, brauchen wir die vierte Welle nicht zu fürchten. Ich bin da auch eigentlich ganz optimistisch, jedenfalls was die Westländer betrifft. Im Osten Deutschlands sieht es ein bisschen schwieriger aus. Aber wir werden es ab, es ist eine Frage der Zeit. Also ein Wettlauf gegen die Zeit, entweder jetzt viel impfen und dann eine relative Sicherheit haben oder aber jetzt viele Impfmuffel. Dann wird es nochmal gefährlich werden können. So, das sind so die Sachen, die uns im Augenblick beschäftigen. Da sind wir ja so mitten im Kern des Alltags eines Staatsministers im Kanzleramt für Bund-Länder-Beziehungen. Vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu dir für alle, die jetzt sozusagen zugucken. Wir streamen das ja auch auf Facebook. Sonst wäre es hier ja auch so ein bisschen klein, aber wir sind sozusagen live sozusagen auf Facebook unterwegs und werden das nachher auch auf YouTube einstellen. Du bist seit 2013 im Bundestag und auch jedes Mal direkt gewählt aus dem Land Hannover 1, heißt es, glaube ich, oder? Hannover Land 1. Hannover Also Land 1. sozusagen die nördliche Region Hannover. Und da ist es wunderschön, aber toll ist auch, dass der Weg nach Hamburg nicht so weit ist. Also wir fahren öfter mal nach Hamburg und das ist eine Stunde. Und von daher, ja, also ist eine tolle Stadt, die ihr da habt. Und ich bin dann mal ganz begeistert, wenn ich da hinfahren kann. Das ist aber nett, vielen Dank. Ich bin auch ab und zu in Hannover, weil einer meiner Brüder in Hannover wohnt. Insofern ist es immer eine Frage der Baustelle auf der Autobahn, wie schnell es Ja, geht oder wie lange es dauert. genau. Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, was die Aufgabe des Staatsministers für Bund-Länder-Beziehungen ist? Ich glaube, das weiß kaum einer. Ja, das ist auch gut so, weil sozusagen meine Aufgabe mehr so im Hintergrund eigentlich auch ist. Also wir haben ja vier Staatsminister hier. Also oben steht die Bundeskanzlerin, dann kommt der Chef des Bundeskanzleramtes, das ist Helge Braun, der ist Bundesminister, und dann gibt es vier Staatsminister. Und drei von denen kriegt man ab und zu mal in den Medien mit. Das ist Frau Grütters für Kultur, Frau Wiedmann-Mautz für Integration und Frau Beer für Digitalisierung. Das sind aber alles im Grunde genommen sozusagen Spezialzuständigkeiten. Und den einzigen, den man jetzt nicht so häufig in der Presse liest, bin sozusagen ich. Das ist aber ein verkraftbares Schicksal. Und meine Aufgabe ist eigentlich grob umschrieben damit, dass ich der Vertreter von Helge Braun bin. Also ich mache in weiten Teilen Ähnliches, was er tut. Und unsere Tätigkeit ist eben in allererster Linie, dass wir versuchen, alle Projekte aus dem Koalitionsvertrag, die es gibt und die ja auch federführend durch die jeweiligen Ministerien betreut werden, soweit auch innerhalb der Ressorts zu konsentieren, dass man damit dann irgendwann ins Kabinett gehen kann und die ganzen Dinge im Kabinett als Gesetzesentwurf beschließen kann. Und wenn das geschafft ist, dann sozusagen müssen die Gesetze ja in den Gesetzgebungsprozess eingespeist werden. Also die gehen dann erst zum Bundesrat und dann zum Deutschen Bundestag.
Der Bundesrat macht eine Stellungnahme. Mit dieser Stellungnahme geht es dann in den Deutschen Bundestag. Die beraten in drei Lesungen. Und am Ende, wenn das fertig ist, geht es wieder in den Bundesrat. Und da wird es dann auch nochmal, je nachdem, ob es ein Zustimmungsgesetz oder ein Einspruchsgesetz ist, entsprechend bearbeitet und beschlossen. Und dass da eben auch die Mehrheiten am Ende für stehen und sagen wir, dann auch ein Gesetz fertig rauskommt, was der Bundespräsident unterzeichnen kann, dafür müssen wir meistens auch immer noch ein bisschen was arbeiten und tun, damit das am Ende dann auch was wird. So. Und das ist hochspannend, macht wahnsinnig viel Spaß, ist auch irgendwie deswegen schön und befriedigend, weil man an vielen Dingen auch das ein bisschen befördern kann. Aber es wäre nie gut, wenn man besonders oft damit in der Zeitung steht. Also wenn irgendwie ein Vermittlungsausschuss kommt oder ein Gesetz im Bundestag oder im Bundesrat scheitern würde, dann wäre das ein Indiz dafür, dass ich meine Arbeit nicht ordentlich gemacht habe. Das heißt, du befriedest Koalitionsstreitigkeiten zwischen Ressorts zum Beispiel? Ja. Mhm. Also was heißt ich befriede? Das klingt so toll. Also man setzt sich an einen Tisch, wenn es wirklich verhakt ist und versucht, Kompromisslinien zu finden. So will ich es mal sagen. Man kann ja nicht irgendwie einen Kompromiss befehlen. So, und sag mal, es gibt dann immer noch eine höhere Instanz, das ist die Bundeskanzlerin, die, wenn ich jetzt meinetwegen von den letzten 5 Problemen, die die Arbeitsebene oder die Staatssekretärin nicht wegbekommen haben, auf den Tisch kriege, dann kann es passieren, dass ich auch die 5 Probleme nicht schaffe oder Helge Braun die 5 Probleme nicht schafft, dann bleiben noch 2 übrig oder 1 und das muss dann im Koalitionsausschuss oder durch die Bundeskanzlerin gelöst werden. Aber wir sind sozusagen ein Glied in der Kette, um Probleme wegzukriegen. So könnte ich es, glaube ich, formulieren. Aber dann ist man sozusagen ja auch wirklich in allen Ressorts und in allen Themen irgendwie drin. Also dann musst du ja sozusagen zwischen Mütterrente, Verteidigungsetat und was weiß ich, Entwicklungsunterstützung sozusagen in allen Ressorts drin sein, richtig? Richtig, und das macht aber auch den großen Reiz aus, weil es eben ein sehr generalistischer Angang ist. Also man kriegt von allem eigentlich relativ viel mit. Und die Schwierigkeit besteht eigentlich nur, weil man auch über sehr gute Vorlagen verfügt, die man so kriegt, sich das alles zu merken und dann irgendwie auf den Punkt abrufbar zu haben, weil es einfach die schiere Masse ist, die manchmal, die einem so Schwierigkeiten macht. Aber genauso ist es, wie du es sagst, genau. Klingt wahnsinnig spannend. Also ich habe tatsächlich an 2 Stellen jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, 1,5 Jahren deinen Namen gehört. Das eine war das im Zusammenhang mit dem Pakt für den Rechtsstaat. So, und dann aber in der Verknüpfung zu den Bundesländern und das andere bei den Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Kanzlerin zu Corona. Da hattest du doch auch eine wirklich Schlüsselfunktion, oder? Oder hast, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur ausgesetzt ist oder wann man sich in der Runde wieder trifft. Also vielleicht können wir gleich noch mal zur Ministerpräsidentenkonferenz auch was sagen, weil das ja auch jetzt zum Teil sehr umstritten war. Aber tatsächlich ist es so, dass Helge Braun und ich hier immer so eine Aufteilung haben, die gar nicht groß abgesprochen ist, sondern die ergibt sich meistens. Und bei Corona ist es halt so, dass er ausgebildeter Mediziner ist. Und bei Corona hat er eben auch in der Bund-Länder-Koordinierung viel gemacht. Ich habe mich eigentlich dann mehr so auf die anderen Dinge gestürzt. Also ich mache viel aus dem Justizministerium, viel aus Landwirtschaft, viel aus Umwelt, auch noch Innenministerium, also Vorhaben aus dem Innenministerium sind auch häufig dabei. Das sind so meine Schwerpunkte. Und natürlich, sagen wir, bin ich bei Corona immer sprechfähig gewesen. Aber weil er eben Mediziner ist, kann er, wenn er den Ländern Vorschläge macht, wie man dieses oder jenes jetzt vielleicht umgestalten könnte oder wie man den Beschluss so oder so fassen könnte, hat er da tatsächlich auch einen sehr, sehr großen Anteil. Also das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ja, also mein Gefühl ist, dass gerade Helge Braun auch erst mit Corona richtig häufig in den Medien war, in sämtlichen Runden. Das war vorher irgendwie nicht so. Da habe ich ihn auch, also in diesen Formaten eher nicht gesehen. Richtig. Das hat so die ganze Pandemie mit sich gebracht. Und aber es ist eigentlich nicht die Aufgabe so von Typen wie uns, dass wir von morgens bis abends in den Talkshows rumlaufen, sondern es ist wichtig, dass eben auch die Fachminister in der Öffentlichkeit stehen und wir versuchen mit guten Worten und hoffentlich ein paar guten Argumenten am Ende dann die Kompromisse hinzubekommen,
die man in einer Koalition braucht, um letztendlich ein Regierungshandeln auf den Weg zu bringen. Also der Veranstaltungstitel Föderalismus, Fluch oder Segen ist tatsächlich auch so ein bisschen entstanden, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist im Wahlkreis, aber hier in den ganzen Diskussionsrunden ich das ganz oft gefragt werde, rund um Corona, das ist natürlich immer noch und immer ein sehr starkes Diskussionsthema. Warum sind wir da so organisiert, wie wir organisiert sind, immer in dem Spannungsfeld, warum darf jeder machen, was er will, beziehungsweise warum berücksichtigt, das ist ja dann der andere Pol, warum berücksichtigen wir nicht, dass auf Sylt was anderes los ist als im Berchtesgadener Land? So dazwischen diskutiert man irgendwie immer hin und her und dann landet man bei der Frage, naja, was ist denn das für eine Truppe da in der Ministerpräsidentenkonferenz, wenn der eine die ganze Zeit Candy Crush spielt und sie irgendwie da stundenlang zusammen diskutieren und am Ende macht doch jeder, was er will und das Erste, was sie sagen, ist, wir haben uns drauf geeinigt. Ich habe mir aber überlegt, bei mir im Land mache ich das jetzt mal anders. So. Ja, also fangen wir mal vielleicht zur Corona-Krise vorab an. Wir haben ja ein Infektionsschutzgesetz und der Bund hat die sogenannte konkurrierende Gesetzgebung für das. Das bedeutet, im Grundgesetz haben wir Kataloge von Zuständigkeiten und wenn da in einem Katalog nicht irgendeine Zuständigkeit für den Bund verortet ist, dann gilt im Umkehrschluss die Allzuständigkeit der Bundesländer. Das heißt, die Bundesländer, die haben ja staatliche Qualität, sind eigene Staaten und haben Staatsqualität, haben ihre Parlamente, ihre Regierungen und so weiter. Und wenn da sozusagen für den Bund nicht sozusagen eine enumerative Kompetenz aufgeführt ist, dann haben wir die auch nicht. Bei dem Infektionsschutzthema ist es so, dass wir die haben. Das heißt, wenn wir sagen als Bund, wir möchten bestimmte Sachen regeln, dann gilt das auch im Verhältnis zu den Ländern. Und jetzt war es bei den Infektionen immer so bislang in den ganzen letzten 75 Jahren unseres Bestehens, dass das immer lokale Infektionsdinge waren. Sodass es jetzt komisch gewesen wäre, wenn wir jetzt irgendeinen Ausbruch irgendeiner Infektion im Landkreis Berchtesgaden gehabt hätten, dass der Deutsche Bundestag sich dann oder das Bundesgesundheitsministerium als Verwaltungsbehörde oder das RKI speziell darum kümmert. Sondern bei solchen Dingen ist es einfach schlau, wenn die lokalen Behörden vor Ort, die örtlichen Verhältnisse auch alle gut kennen, selber entscheiden, was zu tun ist. Das sind die Gesundheitsämter. Und deswegen haben wir neben den Gesundheitsämtern aber auch noch die Kompetenz der Länder, durch Landesverordnungen bestimmte Dinge zu regeln. Und das haben wir in diesem Infektionsschutzgesetz immer so drin gehabt, dass da drin stand, im Grunde genommen können die Länder über ihre Verordnungen auf lokale Geschehnisse entsprechend reagieren. Und das ist, sagen wir mal, die letzten Jahrzehnte auch der richtige Angang gewesen. Und jetzt haben wir das erste Mal diese Pandemie, und eine Krankheit, die das gesamte Land betrifft. Nicht nur das gesamte Land, sondern eigentlich die ganze Welt. Und dafür war natürlich unser Infektionsschutzgesetz nicht ausgelegt. Also die Sache hatte sozusagen keiner auf dem Zettel, weil wir das seit Hunderten von Jahren oder seit mindestens 100 Jahren, ich glaube, die letzte große Pandemie war die spanische Grippe in den, ich glaube, 1920, gab es das nicht mehr. So, und dann haben wir gesagt, als das Ganze losging, war es auch so, dass die Länder eine große Unsicherheit hatten. Ich meine, wir wissen das doch alle noch, wie das war. Kein Mensch wusste, was passiert. Fallen wir jetzt irgendwie alle um, wie die fliegen? Und es war ja relativ dramatisch und mit einer großen, großen Unsicherheit behaftet. Und die Länder, was ist doch ganz genau, ich habe dann an dem Tag, als es wirklich drohte, loszugehen, da war Helge Braun im Urlaub und dann habe ich dann die Chefs der Staatskanzlei alle irgendwie in so eine Telefonschalte reingeholt und die waren total dankbar, dass mal vom Bund jemand anruft und ich habe ihnen dann gesagt, wir müssen jetzt zusammenstehen. Kein Mensch weiß genau, was passiert. Und wir müssen jetzt uns gemeinsam überlegen, wie wir darauf reagieren. Und es war eigentlich so, dass alle irgendwie einen großen Konsens hatten, das so zu tun. Und das hat auch in den ersten Monaten wirklich gut geklappt. Also die ersten Monate der Pandemiebekämpfung haben wir in diesen Ministerpräsidentenkonferenzen zusammengesessen, die nichts weiter sind als Koordinierungsrunden. Es wurde ja immer gesagt, das ist ein Klüngel und das ist verfassungswidrig und da werden die Parlamente ausgehebelt und was weiß ich nicht alles. Stimmt meines Erachtens einfach nicht, sondern die Landesregierungen haben nach diesem Infektionsschutzgesetz die Kompetenz und haben Verordnungen zu erlassen oder können Verordnungen erlassen. Und damit das eben nicht in so einem Flickenteppich passiert,
haben wir als Koordinierungsfunktion die Ministerpräsidentenkonferenz, wo wir dann über die ganzen Monate sehr vertrauensvoll, finde ich jedenfalls, und auch effizient mit den Ländern zusammengearbeitet haben. Das Problem begann eigentlich in dem Zeitpunkt, wo wir einen unbeschwerten Sommer letztes Jahr hatten und sich die zweite große Welle ankündigte, aber kein Mensch in Deutschland irgendwie groß Lust hatte auf wieder restriktive Maßnahmen, weil der Sommer so schön war und man wollte nicht wieder in diesen Frühjahrslockdown zurück. Das ist menschlich sehr nachvollziehbar, aber es war eben auf der anderen Seite auch sehr klar erkennbar, es gibt ein exponentielles Wachstum der Infektionen und wir müssen jetzt was tun. Und da waren die Länder ehrlicherweise in den entscheidenden Wochen nicht stark genug, nach meinem Dafürhalten, dass wir uns darauf einigen, jetzt lieber schnell und hart, aber dann auch kurz, also überschaubar kurz, nochmal irgendwie eine Restriktion zu machen, damit die Ausweitung der zweiten Welle möglichst gering erfolgt. Und stattdessen kamen wir in halbherzige Maßnahmen, die sozusagen eigentlich erst ab Anfang November griffen, die aber nicht stark genug waren. Und so wurde die zweite Welle immer schlimmer. Wir haben da eine große Zahl auch an Toten zu beklagen. Und wenn man da, glaube ich, effektiver gehandelt hätte, hätten wir uns da viel erspart. Und es hat sehr lange gedauert. So, und das war so der Zeitpunkt, wo das Bund-Länder-Verhältnis, glaube ich, dann auch Risse bekommen hat. Und wo wir uns am Ende dann entschieden haben, als wir im März wieder in der Pampa waren, dass wir eben das Infektionsschutzgesetz als Bund mit dem Deutschen Bundestag dergestalt verändern, dass wir über die Bundesnotbremse auch Kompetenzen dann uns zurückgeholt haben, die wir über das bisherige Infektionsschutzgesetz an die Länder auch weitergeleitet hatten. So, und das, glaube ich, war notwendig. Und inzwischen sind ja die Inzidenzen Gott sei Dank zurzeit wieder niedrig, aber wir müssen uns genau überlegen, wie wir jetzt weitergehen, wenn es dann in eine vierte Welle kommt, was ich nicht hoffe. Der Impffortschritt ist hoffentlich so groß, dass es uns das Schlimmste erspart. Ist die Frage des Föderalismus da auch noch an anderer Stelle hochgekommen? Also mir begegnet die tatsächlich relativ häufig. Warum haben wir eigentlich diese Struktur und warum, also entzündet sich dann auch an anderen Punkten, ne? Also zum Beispiel häufig bei Bildungspolitik. Ne? Ja. Warum kriegen wir das mit Digitalisierung nicht vereinfacht hin und schneller und in der Bildung? Und warum sind die Abschlüsse so unterschiedlich? So, warum ist das gut? Also, dass wir Föderalismus haben, ist in allererster Linie mal eine historische Begebenheit. In Europa war es so, dass sich relativ früh Nationalstaaten herausgebildet haben. Bei uns war es immer ein Flickenteppich. Es gab immer unsere Königreiche, Fürstentümer und so weiter. Und das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, war ja auch nichts anderes. Da gab es zwar einen Kaiser, aber im Grunde genommen, das ging ja bis 1806, aber im Grunde genommen war das eine Ansammlung souveräner Königtümer oder Königreiche und Fürstentümer. Und eigentlich ist es erst sozusagen unter preußischer sozusagen Geburtshilfe gelungen, 1861 einen Nationalstaat in Deutschland zu schaffen. Und das hat nur deswegen funktioniert, weil wir dann zwar einen Bundesstaat hatten. In diesem Bundesstaat war aber Voraussetzung, dass wir sehr, sehr starke Kompetenzen bei den jeweiligen Ländern hatten. Nur das war sozusagen, nur unter dem Preis war der Nationalstaat zu bekommen. Und wir sind ehrlicherweise, finde ich, ganz gut damit gefahren. Und dieser Nationalstaat mit einer sehr starken bundesstaatlichen Ausprägung fand eigentlich erst sein Ende, als es dann in die Weimarer Republik ging. Dann wurde das etwas schwächer. Als es dann 1933 in die nationalsozialistische Zeit ging, wurde der Bundesstaat komplett abgeschafft. Und nach 1949, in der DDR übrigens, war es nicht anders. Da gab es auch keinen Föderalismus. Das heißt, die Abwesenheit von Föderalismus bedeutet erstmal für die deutsche Geschichte nach 1871 totalitäre und diktatorische Staaten. Das heißt, Föderalismus ist immer auch eine weitere Möglichkeit der Gewaltenteilung, was dazu führt, dass ich mehr Sicherheiten habe, dass ich in Freiheit leben kann, auch in einer Demokratie leben kann. So, und dann gibt es, das ist für Christdemokraten, glaube ich, wichtig, einen ganz wichtigen Punkt, der auch für den Föderalismus spricht. Wir glauben, ich glaube das jedenfalls, dass sozusagen das christliche Menschenbild, das klingt jetzt alles ein bisschen altmodisch, aber ich finde... Finde ich gar nicht.
Ja, weil viele Leute, wenn sie jünger sind, sagen, was reden die da? Aber ich finde, das ist, sag mal, das macht uns ja als Christdemokraten aus. Also wir sagen, wir gehen vom Leitbild des christlichen Menschenbildes aus. Und das bedeutet, dass eigentlich wir nicht diejenigen sind als Staat, die die Leute bevormunden, sondern wir möchten, dass die Menschen möglichst intensiv selbst und verantwortungsvoll für sich und ihr Leben entscheiden können. Und je mehr es so ist, dass ich kleine Einheiten habe, auf denen ich entscheiden kann, für bestimmte Bereiche, die auch in kleinen Einheiten entscheidbar sind, desto mehr verorte ich diese Verantwortung bei dem einzelnen Menschen. Wenn ich immer alles für 83 Millionen Menschen entscheiden muss, dann habe ich das Problem, dass ich natürlich auf individuelle Begebenheiten vor Ort noch sehr schlecht Einfluss nehmen kann. Wenn ich das aber nach dem Prinzip mache, Subsidiaritätsprinzip heißt das, dass sozusagen überall da, wo in einem kleinen Rahmen auch klein entschieden werden kann, das möglich ist, dann erfahren die Menschen das als ein Plus an Freiheit. Und das wiederum führt dazu, dass, wenn ich für mein eigenes Leben entscheiden kann, ich die Verantwortung auch für mein Leben entscheide. Und im Idealfall führt es auch dazu, dass ich ein glücklicheres Leben führe. So, und das gewährleistet Föderalismus. Und beim Schulbereich, um jetzt mal dieses kritische Thema zu nehmen, ist es eine Sache mit eine Münze mit zwei Seiten. Wie der ganze Föderalismus eine Münze mit zwei Seiten ist. Ich habe natürlich einerseits dieses Mehr an Freiheit, was ich eben als sehr positiv beschrieben habe. Aber die Gegenseite lautet eben, ich habe auch unterschiedliche Regelungen. Das ist der Preis, den ich zahlen muss. Und wenn ich jetzt Schüler bin und ich möchte umziehen, weil meine Eltern umziehen oder ich muss umziehen, dann ist es natürlich so, dass ich in einem anderen Bundesland akzeptieren muss, dass es da einen anderen Lehrplan gibt und dass ich vielleicht weniger stark gefordert bin als in meinem bisherigen Bundesland oder aber auch genau umgekehrt. Wenn ich Lehrerin bin und ich ziehe um, dann kann es mir passieren, dass ich Schwierigkeiten kriege, in einem neuen Land eine Anstellung zu finden. Das sind negative Punkte. Zu glauben, dass aber eine einheitliche Schulpolitik automatisch das Leben in Deutschland besser macht, halte ich für eine Mehr. Denn im Grunde genommen, ich kann bundeseinheitlich eine gute Schulpolitik machen, ich kann aber auch bundeseinheitlich genauso gut eine schlechte Schulpolitik machen. Und mir ist ja nicht geholfen, wenn ich bundeseinheitlich eine schlechte Schulpolitik habe, sondern ein bisschen ist das Ganze ja auch ein Konkurrenzsystem. Also wenn ein Land mal sagt, ich gehe jetzt einen innovativen neuen Ansatz nach in der Schulpolitik und stellt dann fest, das ist gut, dann findet es vielleicht Nachahmer in anderen Bundesländern. Wenn es feststellt, es ist schlecht, dann wissen wir alle, es hat jetzt nicht funktioniert. Also nur weil ich Vielfalt habe, ist das für sich genommen weder positiv noch negativ. So, und wie kann ich jetzt gerade in der Schulpolitik diese negativen Seiten, die es ja unstreitig gibt, ich habe das Umzugsthema genannt, wie kann ich die möglichst gering halten? Indem die Länder selber, beispielsweise über die Kultusministerkonferenz, was nur sehr eingeschränkt gut im Augenblick klappt und eigentlich auch noch nie besonders in den letzten 50 Jahren gut geklappt hat, aber das ist so ein Punkt, wo die Länder meines Erachtens wirklich dran arbeiten müssen, indem die so stark sich koordinieren und zusammenarbeiten, dass sie bei aller Vielfalt trotzdem eine Vergleichbarkeit des Systems haben. Wenn ich ein Abitur habe in Sachsen, was ich schwer nur bekomme, und gleichzeitig ein Abitur habe in Bremen, was ich vielleicht nicht so schwer erlange, ich aber dann einen Studiengang haben möchte, wo der Numerus Clausus gilt, dann gilt der für alle gleich. Und dann ist es einfach ungerecht, dass der Sachse ein echtes Problem hat, einen Studienplatz zu finden, während der Bremer sozusagen mit seinem 1,0 Abi, was gar nicht schwer war zu kriegen, also Bremen ist jetzt ja unverdächtig, da sind wir uns alle einig, jetzt Hamburg und Nürnberg und so weiter. Sowieso. Und insoweit, diese Sachen müssen ausgemerzt werden, weil wenn ich das nicht in den Griff kriege, dann führt das dazu, dass der ganze Föderalismus in Misskredit gerät. Und da müssen vor allem die Länder selber dran arbeiten. Wir versuchen als Bund, in der uns eigenen Bescheidenheit, auch da ein bisschen Geburtshilfe zu leisten. Wir wollten zum Beispiel gerne einen nationalen Bildungsrat haben, weil wir gesagt haben, lasst uns doch jenseits von der KMK, die wirklich schwerfällig arbeitet, uns nochmal ein zweites Gremium schaffen, wo wir einfach mal an einem Tisch zusammenkommen und bestimmte Sachen miteinander diskutieren und wo wir auch gucken, wo wir als Bund was tun können und unterstützen können. Das war aber von allen Ländern nicht gewollt, weil es einfach eine ganz klare Kompetenz der Länder ist. Und das ist dann bedauerlich. Und so kriege ich die Nachteile des Föderalismus nicht in den Griff. Aber ich glaube, es wird sich auch in den nächsten Jahren lohnen, trotzdem daran weiterzuarbeiten.
Ja, was ja interessant ist, dass bei all dem Bestreben der Länder, das doch in ihrem eigenen Gusto zu machen, und dann natürlich, das liegt auch in der Natur der Sache, denkt ja jede Landesregierung, wir haben den Stein der Weisen gefunden und das ist sozusagen das einzig Richtige, gucken sie ja aber doch dann auch gerne, also ich kenne das aus Hamburg auch, dann zum Bund und sagen, aber dann müsst ihr das jetzt finanzieren, weil uns fehlt sozusagen bei, ob es der Kita-Anspruch ist, oder in der Bildungspolitik, da fehlt uns überall das Geld, das muss jetzt dann aber bitte mal der Bund bezahlen. Das finde ich dann immer so nicht so ganz konsequent, aber. Also das spricht dafür, dass du jetzt meine Nachfolgerin irgendwann mal hier an dieser Stelle werden kannst. Auch meine Argumentation, aber ja, es stimmt. Die Argumentation ist, es gibt so viele Sachen, die wichtig wären, um finanziert zu werden. Aber wir Länder verfügen leider nicht über die Mittelausstattung, um das bewerkstelligen zu können. Und jetzt gibt es einen Punkt, den ich finde ich auch in unserem Grundgesetz nicht so gut, wobei viele Bundespolitiker es gar nicht anders wollen. Aber es ist in der Tat so, dass die gesamte Steuerkompetenz beim Bund verortet ist, bis auf wenige Ausnahmen. Also die Kommunen können beispielsweise die Hebesätze der Gewerbesteuer bestimmen. Ja. Die Länder können bei der Grunderwerbsteuer ebenfalls Hebesätze ansetzen, so da haben die so ein bisschen so eine Möglichkeit. Aber übrigens ja gerade ein ganz wichtiges Thema, ne? Grundsteuer. Ja, total wichtig. Das ist ja auch im Augenblick groß in der Reform drin und ich weiß jetzt nicht, wie ihr das da in Hamburg gelöst habt, aber da haben die Länder ja auch viel Spielraum in der Umsetzung. Schwierig. Übrigens, da hat sich witzigerweise Olaf Scholz total mit unserem Finanzsenator angelegt und hat einen Vorschlag gemacht. Also sein Vorschlag ist in Hamburg, wir haben, also es ist ja dann ein leichtes, das mal zu erheben, was das eigentlich dann so heißt im Ergebnis, und das war was. Ich glaube, da hat sich Andreas Dressel als Finanzsenator erheblich häufig mit Scholz behakelt. Das war ganz spannend, sich das mal so anzugucken, wie schnell man doch seine Heimatstadt vergisst, wenn man dann Bundesminister geworden ist. Das seien bestimmt das Bewusstsein. Das werfen die mir auch zu Hause mal vor. Ich war 10 Jahre fast Bürgermeister bei uns und die sagen auch, du sprichst jetzt ganz anders, als du früher gesprochen hast. Ich glaube das natürlich nicht, aber egal. Ich wollte nur sagen, wir haben keine Landeskompetenz, die Steuern substanziell selber regeln kann. Die meisten Bundespolitiker wollen das auch nicht, weil sie diese Spielwiese ungern aufgeben wollen. Und komischerweise, die Länder wollen es auch nicht, weil eine eigene Steuerkompetenz für bestimmte Steuerarten beispielsweise würde ja das Problem, was du hast, auflösen. Ich könnte dann sagen, wenn du jetzt irgendwie was finanzieren möchtest, musst du halt schlimmstenfalls die Steuern erhöhen und dann hast du halt auch mehr Geld zur Verfügung. Damit könnte ich ja das Dilemma auflösen. Das wollen aber auch die Länder nicht, weil dann hätte ich unterschiedliche Steuersätze in den Ländern und dann würde natürlich eine Vergleichbarkeit geschaffen, welches Land denn mit dem eingesetzten Steuergeld wie umgeht. Also wenn ich jetzt in einem Land, was die gleiche Dienstleistung anbietet, niedrige Steuern habe, dann sagt der Bürger mit den höheren Steuern, irgendwie macht das Nachbarland das besser. Was ist denn eigentlich mit meiner schnarchigen Regierung los? So, diese Vergleichbarkeit will auch keiner. So, deswegen bleibt es alles schön in Bundeshand. Und wir müssen jetzt mit den Ländern in ihrer Gesamtheit über die Frage streiten, gerade weil wir, sagen wir mal, bei der Einkommensteuer sind, der Gemeinschaftssteuer, bei der Umsatzsteuer auch, wie wir den Schlüssel der Verteilung machen. Und da sagen die immer, wir kriegen zu wenig für die vielen Aufgaben, die wir haben. So. Und wir sagen das auch. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wer hat recht, würde ich sagen, wir. Weil zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise ist es ganz einfach. Ich meine, die Länder stellen sich auf den Standpunkt, sie haben viel finanziell getan. Ist so. Aber wenn ich mal die Haushaltsabschlüsse 2020 betrachte, also das, was letztes Jahr war, das war das Corona-Jahr, dann haben wir als Bund uns mit 130 Milliarden Euro verschuldet. 130. Die Länder in ihrer Gesamtheit mit 30, also 100 Milliarden weniger. Die Kommunen haben dadurch, dass wir weiterhin besser laufende Gewerbesteuereinnahmen hatten als gedacht und dadurch, dass wir auch jede Menge Kompensation geleistet haben als Bund und Länder zusammen, ein Plus von 2 Milliarden gemacht. Also minus 130 Milliarden Bund, minus 30 Milliarden Ländergesamtheit, plus 2 Kommunen. Das wird sich in 21 auch alles wieder ein bisschen ändern, aber dass der Bund jedenfalls derjenige ist, der die Löwenanteile schultert, das ist eindeutig so. Und das kann man auch sehen
an diesen Parametern Gesamtverschuldung. Also wir haben jetzt, ich weiß gar nicht wie viel, aber so um die 2 Billionen. Und davon sind 1,3 Billionen oder 1,4 jetzt, ich habe die aktuellen Zahlen nicht, sind Bundesschuld und dann nochmal 600 Milliarden Länderschuld und der Rest ist eben kommunal. Mhm. Das heißt, wir stemmen schon das dicke Ding, aber wir stellen fest, ob das jetzt Kita-Bereich ist, ob das Digitalisierung ist, ob das Schule ist. Wenn wir nicht überall ein bisschen Geld ins System geben, dann passiert halt auch meistens herzlich wenig. Und um diese Anreize zu setzen, machen wir manchmal Kofinanzierungsmodelle oder Verwaltungsvereinbarungen oder Staatsverträge, damit wir in Deutschland vergleichbare Standards in bestimmten Bereichen haben. Aber das sind immer, das finde ich immer extrem komplizierte Wege der Kofinanzierung. Also das ist häufig so komplex und kompliziert. Ich glaube, ich habe das 3-mal gehabt, dass ich damit dienstlich zu tun hatte mit sowas. Also es gipfelte darin, dass ich irgendwas hatte, was mit dem Zoll abgerechnet wurde, wo ich dann irgendwie ein Konto beim Zoll hatte, wo ich das für die Stadt sagen und abrechnen durfte. Und dann kriegte ich einen Brief mit diesem grün-weiß gestreiften Lochpapier als Kontoauszug im Jahr 2016. Und ich dachte so, okay, ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt machen soll. Also manchmal ist das schon auch ein bisschen komisch. Ich habe dann so für mich gedacht, naja gut, also wenn man sozusagen in Berlin ein politisches Ziel formuliert, wie wir wollen, dass alle Kinder einen Anspruch auf einen Kita-Platz bekommen und zwar mindestens 5 Stunden am Tag und zwar ab dem Jahr 0 oder ab dem Jahr 1, dann trifft das bei vielen Ländern auf ein System, wo es eh schon so ist, also wie zum Beispiel bei uns. Aber es gibt ja auch durchaus viele Bundesländer, wo das überhaupt nicht so ist, die dann im Zweifel sagen, also wenn ihr wollt, dass wir das machen, dann brauche ich aber auch das Geld von euch, weil wir würden das jetzt nicht tun. Das ist ja auch eine politisch-taktische Haltung, damit so umzugehen. Ist das nicht auch so, dass einem das häufiger begegnet? Naja, also wir haben jetzt zum Beispiel, ist leider gerade gescheitert im Bundesrat, den Ganztagsanspruch Grundschule. Also auch ein Rechtsanspruch, so ein bisschen analog wie der Kita-Anspruch damals, wo wir gesagt haben, und zwar im Koalitionsvertrag für diese WP. Wir wollen, dass sozusagen dann, wenn Kinder in eine Kita kommen, dann haben sie den Rechtsanspruch, haben die Eltern Rechtsanspruch. Und dann geht es in die Grundschule und da muss das Gleiche eigentlich auch gelten. Also wenn ich jetzt über die Vereinbarkeit von Familien und Beruf spreche oder mich über die Chancengleichheit bei den Karrieren von Frauen unterhalten, dann gehört das meines Erachtens zwingend zusammen. Also ich kann nicht immer Sonntagsreden halten und sagen, schade, dass die Frauen immer noch irgendwie weniger oft Karriere machen können, als das bei den Männern der Fall ist. Aber nach meiner Wahrnehmung liegt das in allererster Linie an dem Thema, dass Frauen in Deutschland zu allermeist noch auch dann, wenn Kinder kommen, für die Erziehung zuständig sind. Und dann müssen die irgendwie gucken, dass sie Beruf und Familie irgendwie miteinander übereinander kriegen. Das ist relativ ziemlich kompliziert. Und deswegen war jetzt die Idee zu sagen, und das war im Koalitionsvertrag auch miteinander so verabredet, wir machen jetzt auch einen Rechtsanspruch für die Ganztagsschulbetreuung im Grundschulalter. So, das kostet natürlich Geld. Und jetzt haben wir diesen Koalitionsvertrag, da ist es ja so, da kommen dann sowohl von der SPD-Seite als auch von der Unionsseite auch die ganzen Ministerpräsidenten dazu. Und die sind ja auch meistens irgendwie stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei oder was auch immer. Jedenfalls, die spielen hier in Berlin immer auch eine parteipolitische ausgehobene Funktion. Und dann kann man zugucken, bei diesen Koalitionsverhandlungen, beim letzten Mal war ich ja auch dabei, dann ist es wirklich interessant zu sehen, wie ich mache jetzt eine sehr starke merkt ihr ja, eine starke Bundessicht. Also das würden die Landespolitiker jetzt mit Abschau und Empörung irgendwie von sich weisen, aber natürlich wird geguckt, dass in so einem Koalitionsvertrag mindestens 10 Projekte drinstehen, wo die Länder finanziell wahnsinnig von profitieren. So, das war auch so. Also wir haben unglaubliche, auch sozusagen in der Steuerverteilung Dinge gemacht, wo die Länder ganz stark davon profitieren. Das führt jetzt dazu, dass die Länder in ihrer Gesamtheit mehr Steuereinnahmen haben als der Bund. So, und jetzt sage ich, wir müssen auch nochmal eine Bundeswehr unterhalten und ein bisschen Sozialhilfe ausschütten können und solche Sachen. Also wir brauchen das Geld auch. Und da gab es ein Projekt, nämlich dieses, von dem ich eben gesprochen habe, wo klar war, dass die Länder eben dann mal diejenigen sind, die auch dann eine finanzielle Leistung erbringen müssen. Und wir haben gesagt, ihr kriegt für die Investitionen noch 2 Milliarden. Und das haben wir so reingeschrieben und alle haben brav unterschrieben und fanden das toll.
Und wir waren so blöd, das ist sozusagen meine Lessons learned für die nächste WP, wenn ich dann auch irgendwie an ähnlicher Stelle sitzen sollte. Wir waren so blöd, wir haben diese ganzen Dinge, wo die Länder profitieren finanziell, am Anfang der Wahlperiode gemacht und auch umgesetzt, brav, wie sich das gehört. Und in Hamburg gilt ja das Prinzip des ordentlichen Kaufmanns, habe ich gelernt. Und ich habe dann an dieses Prinzip immer geglaubt und habe gedacht, naja, und jetzt machen wir das noch mit dem Rechtsanspruch für die Grundschulnummer. Und da war es ehrlicherweise so, dass irgendwie alle verdrängt haben, dass sie ja ihren Teil der Abmachung schon bekommen haben. Und jetzt sozusagen nicht in der Lage sich sahen, den von uns gewünschten Teil der Vereinbarung einzulösen. Das ist einfach bedauerlich. Das ist schade. Und ich glaube, es hat uns einen Bärendienst erwiesen. Ich finde es ein bisschen schwer zu erklären, wieso wir diesen Rechtsanspruch jetzt bis Ende 2029, ist jetzt auch nicht gerade übermorgen, nicht umsetzen können. Aber die Bundesländer haben da nicht mitgemacht. Und zwar A- und B-seitig genauso. Und das ist dann einfach ärgerlich. Wir haben den schon. Ja, ihr seid ja auch ein bisschen weiter vor als der Rest der Republik. Und ja, was solche den, Sachen angeht schon. Habt ihr einen echten Rechtsanspruch im Grundschulalter? Ja. Respekt. Ja, und wir haben gedacht, als Stadt gedacht, alle, das wollen vielleicht, also offene Ganztagsbetreuung, ne? Nicht gebunden gibt es auch ein paar, aber vor allem offene Ganztagsbetreuung als Angebot und so kann jeder in Anspruch nehmen. Und wir haben gedacht, naja, das machen vielleicht so, auch wenn es hochkommt, 40-50%. Und wir sind bei einem Anteil von 90. Ja. Steigend noch. Also in den Städten sicherlich nochmal mehr als in den ländlich geprägten Regionen, aber auch da ist es ganz stark am Steigen und es kracht überall durch die Decke. Und ich finde, man sollte den Menschen eine Wahlfreiheit lassen. Also wer seine Kinder gerne sozusagen ab Mittags auch zu Hause haben möchte, ich finde, das ist genauso zu respektieren und auch ein sehr schönes Lebensmodell. Also ich bin so groß geworden, aber ich bin ja auch schon jetzt irgendwie ein bisschen älter. So, aber umgekehrt, wenn junge, super ausgebildete Frauen, die den ganzen Karriereweg offen haben, wenn wir die nicht irgendwie, also ich habe das so oft gesehen, dass die dann plötzlich, wenn sie das erste Kind kriegen und das zweite Kind und das dritte Kind kommt, dann verläuft die Karriere plötzlich sehr viel weniger steil, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und wenn wir die irgendwie nicht verlieren wollen, dann brauchen wir auch gute Angebote, dass sie weiter berufstätig sein können. Und dazu gehört eben auch so ein Rechtsanspruch, dass sie sich darauf verlassen können. Deswegen halte ich das für. Ich habe ja nun auch noch die Funktion der Landesvorsitzenden der Frauenunion. Und ehrlich gesagt, ist es genau so, wie du sagst. Und ich finde mal einen Aspekt noch ganz wichtig, den dazu zu nehmen. Es ist ein großer volkswirtschaftlicher Schaden, wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen für wirklich gute Bildung und Ausbildung und Studien bezahlen und wir sehen, wie gut Frauen und Mädchen die Abschlüsse machen, auch in den Studien häufig im Moment die besseren Abschlüsse machen und wir dieses volkswirtschaftliche Potenzial, was wir da haben und das Geld, was wir da reingesteckt haben als Gesellschaft, hinterher nicht nutzen. So. Und es ist natürlich eine Frage des Anreizes. Ich würde da auch total gerne nicht heute, ich glaube, das schaffen wir nicht, mal an anderer Stelle mal über das Steuersystem diskutieren, weil es ja immer eine Frage der Anreize ist. Und das ist ja genau das, worüber wir immer kommen. Nicht über Bevormundung und wir erklären euch als Menschen mal, wie ihr jetzt mal so leben müsst, sondern Anreize zu setzen, wenn wir das Gefühl haben, so bringen wir den Wohlstand nach vorne und sichern uns Freiheit und Wohlstand in unserer Republik, dann ist ja schon der Anreiz geringer, wenn ich weiß, bei mir kostet, aber erstens ist es schwierig, überhaupt einen Betreuungsplatz zu finden. Und dann muss ich ganz schön viel arbeiten, um überhaupt die Kosten dafür zu erwirtschaften als Familie. Und steuerlich mit Steuerklasse 5, also naja, da arbeite ich, wenn es hochkommt, noch für den Kita-Platz oder die oder solche Dinge, dann ist der Anreiz, sich da wirklich, warum soll ich dann 20 Stunden arbeiten, wenn ich auch ohne das irgendwie 10 Stunden arbeite und habe die ganzen anderen Probleme nicht. So, und da, glaube ich, müssen wir wirklich arbeiten, also weil nur darüber kommen wir wirklich zu mehr, also zu all den Zielen, die wir sozusagen zu Chancengleichheit haben, aber auch zu sicherem Wohlstand. Und da sind wir nach meinem Dafürhalten in Europa auch noch nicht gerade Spitzenführer, um es mal vorsichtig zu sagen. Und also, dass das jetzt nicht geklappt hat, ist einfach, finde ich, ärgerlich und das müssen wir jetzt schnellstmöglich dann ausmerzen. Und dass wir das dann. Was man auch immer nicht denkt. Dafür haben wir dann die nächste Wahlperiode und da wird dann Franziska Hoppermann in voller
Kampfmontur sozusagen hier in der Fraktion aufstehen und im Deutschen Bundestag dafür kämpfen und dann hoffentlich auch großen Erfolg haben, dass genau solche Dinge dann auch umgesetzt werden. Also auch wenn das nicht mein Hauptthema ist, mit dem ich sozusagen als Ausschusswunsch in den Bundestag komme oder käme. Aber da, das ist natürlich was, was man auch aus eigener Betroffenheit gut darstellen kann, ne? Und aus den Gesprächen, die wir sozusagen bei uns irgendwie auch führen. So, das ist ja so im Familien- und Freundeskreis, ist das jetzt sozusagen genau die Generationen, die jetzt in dieser Phase sind der Entscheidung, wie teilt man sich Sorgearbeit und wie stellen wir uns beruflich auf. Und dazu muss man mal sagen, das fand ich ganz spannend. Also wir haben ja in unserer Regierungszeit als Alleinregierung hier in Hamburg als erste dieses Kita-Gutscheinsystem eingeführt. Ich weiß gar nicht, ob du davon mal was mitbekommen hast. Vorher war das ja so, der Kindergarten, wo man gewohnt hat, da musste man hin. So ähnlich wie bei Grundschule. Und wir haben das dann mit Birgit Schneeber-Jastram als Sozialsenatorin umgedreht und haben gesagt, nee, also es gibt einen Gutschein, es wird je nach Bedürfnis, also Vollzeit arbeitender Eltern oder in Ausbildung oder wie auch immer, gibt es einen Anspruch auf eine Stundenanzahl Betreuung pro Tag. Und mit diesem Gutschein, mit der Zusicherung, die Stadt bezahlt sozusagen dann diesen Satz dazu, plus dem Eigenanteil, könnt ihr euch eine Einrichtung in der Stadt eurer Wahl aussuchen. Das führte zu einem wahnsinnigen Qualitätsboom bei den Einrichtungen, weil plötzlich die Kindergärten darum, also es war natürlich lukrativer, je mehr Langzeitkinder du hattest und je mehr dann sozusagen mit dem großen Gutschein kam. Das war, und alle haben es, also die SPD ist hier Sturm gelaufen dagegen. So wie, und wo ist denn hier die Bedarfsorientierung? Es war so, nee, wir geben das jetzt mal wirklich in Angebot und Nachfrage. Und es wird jetzt einen Qualitätsboom geben, weil gerade Qualität in Kinderbetreuung ist das A und O mit der Frage, wie bereiten wir Kinder auf Schule vor? So. Und was kriegen die da für Essen? Und ne, wie ist da die ansonsten Begleitung? So. Und das hat hier einen Wahnsinnsqualitätsboom geschaffen und das ist inzwischen, glaube ich, ein Erfolgsschlager in andere Bundesländer. Habe ich ehrlicherweise noch gar nicht von gehört, aber klingt wirklich vielversprechend. Ja, wir haben es dann an der Stelle, als wir angefangen haben, die Beiträge nach oben zu schrauben, weil darüber kannst du Gebühren generieren und darüber kannst du dann deinen Haushalt versuchen, ein bisschen zu retten in diesen Wirtschaftskrisenjahren. Darüber haben wir leider die Kompetenzvermutung in dem Feld ein bisschen verloren. Vorher war das mit eins unserer stärksten Felder tatsächlich, was mir dann auch nochmal zeigt, dass Unionspolitik auch gute Sozialpolitik bedeutet und dass man dann, wenn man das schafft, auch absolute Mehrheiten erringen kann. Ja. Auf der Basis unserer Werte, wie wir so Politik machen, anreizorientiert. Also absolute Mehrheiten ist ein gutes Stichwort auf jeden Fall. Ja, das finde ich allerdings wirklich auch. Das finde ich auch. Wie sieht denn dein Sommer aus jetzt? Bist du noch im Urlaub oder warst du schon im Urlaub? Nein, ich fahre jetzt nochmal kurze Zeit, nicht so lang, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das ist jetzt nun auch nicht mein erster Wahlkampf, aber wenn man da ohne jeglichen Urlaub irgendwie sich ins Getümmel stürzt, dann wird man selber auch nicht besser. Und deswegen mache ich was Kurzes, Knackiges mit meiner Familie und bin aber, das gehört ja halt dazu, eigentlich auch noch mindestens die halbe Woche im Amt gebunden und bin ja auch für Niedersachsen noch Spitzenkandidat und habe dann da auch noch ein paar Auftritte im Land zu absolvieren. Da freue ich mich auch drauf, aber es ist eben alles neben dem eigenen Wahlkreis, den man hat und wieder irgendwie gewinnen möchte, ist halt alles irgendwie ganz schön viel so unter einen Hut zu kriegen. So, da sind wir jetzt im Augenblick in der Terminplanung drin, damit das dann irgendwie alles möglichst reibungslos funktioniert. Und findet da viel online statt oder gibt es auch wieder Präsenztermine? Also wir machen jetzt wieder Präsenztermine, wobei ich schon damit rechne, dass die Inzidenzen jetzt stark steigen werden. Das wird an uns nicht vorübergehen, aber wenn man dann mit einem Testregime und mit den auch hoffentlich dann vielfach Geimpften, mit denen kann man ja dann auch Präsenzveranstaltungen machen. Da muss man natürlich die Hygienekonzepte haben und am besten draußen an der frischen Luft. Aber ich denke, dann ist das darstellbar. Mein Eindruck ist ein bisschen bei diesen ganzen Digitalformaten, also wenn ich das so mit meiner Wahlkreisarbeit vergleiche, die liefen damals in der Pandemie ziemlich gut, weil es ja auch keine andere Möglichkeit gab. Und jetzt ist Sommer, man kann draußen sitzen, alle freuen sich, dass das mal wieder geht, auch wie im Biergarten zu sein. Und dann ein Online-Format zu machen,
Also ich finde es nach wie vor persönlich ja gut, weil man sich die ganze Fahrerei erspart und weil man in seinem gewohnten Umfeld einfach auch bleiben kann und die ganzen Fahrtwege sich, wie gesagt, erledigt haben. Aber ich habe so das Gefühl, das Bedürfnis der Menschen nach persönlichem Kontakt, nach sich wirklich in die Augen gucken und mal in der Diskussion wieder in real und nicht digital, dieses Bedürfnis ist schon relativ groß. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber... Ja, schon auch. Also ich habe angefangen mit Fahrradtouren. Ja. Das ging auch gut, ne? Da hast du ja einen natürlichen Abstand, aber merkte das auch. Und ich muss aber sagen, also die ersten Infostände, die ich hatte, waren schon auch ein bisschen komisch erschreckend, weil du merkst, dass die Menschen diesen persönlichen Kontakt auch gar nicht mehr gewohnt sind. Also wenn da Leute mit Maske am Infostand stehen und so auf dich zugehen, dann machen ganz viele erstmal so, weil sie, oh, persönlicher Kontakt und irgendwie ist mir das alles zu nah. Dann, ich glaube, dass die Menschen noch ein bisschen brauchen, sich da wieder dran zu gewöhnen. Also und zwar nicht im Privaten. Ich glaube, da haben viele auch diesen Ketchup-Effekt. Das geht mir auch so. Wir sind eine ganz große Familie. Wir haben uns jetzt nach 1,5 Jahren das erste Mal wieder mit allen getroffen. In der Zeit sind 2 Babys geboren bei meinen Geschwistern. So. Und dann haben wir jetzt sozusagen alle zum ersten Mal uns getroffen. Und da ist ein ganz, ganz großes Nähebedürfnis. Aber bei Menschen, die man nicht kennt, stellte ich zumindest erstmal fest, dass es da doch ein gewisses schwieriges Verhältnis zur Nähe gibt. Das kommt dann irgendwie wieder. Aber das brauchte jetzt ein bisschen. Also ich finde aber auch, also diese persönlichen Gespräche kann das einfach nicht ersetzen. Ich hatte eine erste Podiumsdiskussion, da waren dann 20 Leute im Raum immerhin so. Aber ich hoffe auch, dass wir das jetzt ein bisschen im August dann ein bisschen hochfahren können. Wir haben jetzt die ersten Feste und da habe ich richtig gemerkt, wie alle aufgeblüht sind, so auch so von der Partei. Und es fanden alle irgendwie großartig, sich mal wieder zu sehen. Ja, das haben wir auch gemacht im Garten zum Beispiel vom Ludwig-Erhard-Haus, also von unserer Landesgeschäftsstelle da an der Alster. Ist das auch, also das ist dann total nett, wenn man sich wirklich mal wieder trifft. Im Moment ist hier noch dann ohne Alkohol angesagt. Also den Schoppen Wein kann man dann irgendwie nicht dabei trinken, aber immerhin kann man sich mal sehen. Das ist irgendwie auch schon mal nett. Also in Niedersachsen ist selbstverständlich mit Alkohol, ist ja klar. Ja, natürlich. Natürlich. Ihr habt auch mehr Gegend in der Gegend. Vielleicht kann man das damit begründen. Aber hier ist der Bürgermeister ja, wie soll ich das mal sagen? Also der ist ja immer noch zurückhaltender, vorsichtiger, ängstlicher als alle anderen. Das ist schon so. Ich habe irgendwie gesehen, dass irgendjemand hatte eine Frage. Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch aktuell ist. Wir sind, glaube ich, über das Thema so ein bisschen drüber. Aber falls es noch eine Frage gibt, wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, die zu stellen. Ja, ist Daniel noch aktuell. Bonner. Ja, bitte Daniel, mach mal. Das ist natürlich die Frage, wo anfangen. Ja? Also mein DIN-A4-Zettel ist voll im Verlauf des Gesprächs. Ich kriege das vielleicht gar nicht in eine Frage unter, beziehungsweise ich fange einfach mal an mit dem ursprünglichen Thema des heutigen Abends, nämlich warum eigentlich Föderalismus? Ja? Die ursprüngliche Idee des Föderalismus war ja, die Kleinstaaterei, die spielt da mit Sicherheit eine Rolle, die aber ja auch nicht immer unbedingt zum Schaden war. Beim Föderalismus geht es aus meiner Perspektive in erster Linie um den Schutz vor Machtanballung. Ja, sodass eben nicht auf einer hohen Ebene alles entschieden werden kann, sondern dass immer noch mehr Checks and Balances eingeflochten sind, die eben dementsprechend auch nochmal gegenwirken können. Und da musste ich schon am Anfang des Vortrags ziemlich hart schlucken, weil aus meiner Sicht gerade im Corona-Management da so viel falsch gelaufen ist und Entscheidungen getroffen worden sind, die ich überhaupt nicht vertreten kann. Also das ist eigentlich das aus meiner Sicht schlechteste Beispiel, was man dafür anführen kann. Ich denke da zum Beispiel nur so an diese Geschichte mit den Länderverwaltungsgerichten, die dann eben im Rahmen der Maßnahmen außer Kraft gesetzt worden sind und eben auch dadurch der Rechtsschutz der Bürger auf ihrer niedrigsten Ebene. Der zweite Punkt dazu, da ging das dann so ein bisschen über, Länderfinanzausgleich. Und im Grunde auch so ein bisschen der Wettbewerb der verschiedenen Länder. Föderalismus ist auch deshalb nicht die schlechteste Lösung, weil es in unterschiedlichen Systemen ja mehrere Möglichkeiten gibt, verschiedene Dinge auszuprobieren.
auch hier wieder das Corona-Management, ja. Da hatte Boris Palmer zum Beispiel in Tübingen einen sehr vielversprechenden Ansatz. Der wurde dann allerdings von der oberen Ebene, vom Higher Echelon, einfach mal draufgeschlagen, sodass es gar nicht sich bewähren konnte. Was ich damit sagen möchte, ist es nicht sinnvoll, im Rahmen des Föderalismus auch die Möglichkeit zu haben, dass ja, schlechte Politik einfach mal scheitern kann. Das sehen wir auf ganz, ganz vielen Bereichen. Es wird nicht erlaubt zu scheitern. Und dass dann eben auch die Folgen dieses Scheiterns eben auf dieser niedrigeren Ebene getragen werden müssen. Das heißt, ein Wettbewerb im Grunde zwischen den Bundesländern, der ja im Grunde Deutschland auch in gewisser Weise zu diesem wirtschaftsstarken Standort in der Welt gemacht hat, weil es immer einen Wettbewerb gab, ja, und immer die Möglichkeit von besseren Modellen zu lernen, die eben in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausgeprägt worden sind. Ja. Das wäre eigentlich so die erste Frage. Dann lassen wir doch vielleicht mal den Kollegen Umstedt antworten. Ja, also Sie haben völlig recht, was das Thema Machtmissbrauch betrifft, dass der Föderalismus da eben ein zusätzliches Bollwerk dagegen ist. Das hatte ich auch versucht in meinem Gespräch mit Franziska irgendwie klarzumachen, dass zum Beispiel die Zeit, wo Nationalsozialismus in Deutschland herrschte oder wo die DDR existierte, eben föderalen Strukturen nicht existierten und damit ein weiteres, ein wichtiges Element des Check and Balances sozusagen fehlte. Deswegen waren das auch Diktaturen. So, und deswegen ist Föderalismus ein gutes Mittel, Diktatur zu verhindern. Das gehört zu den wirklichen Stärken des Föderalismus. So, das mit dem Wettbewerb, ja, das ist ja das, was den Föderalismus aufmacht, dass wir Wettbewerb haben. Ich brauche aber auch Leute, die bereit sind, in den Wettbewerb zu treten. Und wir haben so viele, also nehmen wir jetzt die Schulpolitik oder andere Felder, wo die Länder ja große Kompetenzen haben. Sie müssen sie dann aber auch kraftvoll nutzen und sozusagen sich dem stellen, diesem Wettbewerb. Und da stelle ich immer fest, in meiner Wahrnehmung, dass vielfach dieser Wettbewerb eben auch verpönt ist und nicht so gerne getätigt wird, beziehungsweise dass man versucht, auch irgendwie Strukturen nicht so transparent zu machen, damit die Leute eben nicht sehen, hier oder da läuft es besser als anderswo, sondern es ist leider so, dass in unserer Gesellschaft dieses Thema Gleichheit ist wichtiger als Freiheit immer stärker geworden ist. Und deswegen dieses Kompetitive, das wird manchmal relativ kritisch gesehen in der Gesellschaft, aber ich bin da total bei Ihnen. Das ist ein großer Vorteil des Föderalismus, wenn man ihn denn so lebt. Und ich sage mal, ein starker Föderalismus braucht starke Föderalisten. Und das sehe ich an uns selber, ob wir starke Föderalisten sind. Und dann eben aber auch die Ungleichheiten und die Unterschiede akzeptieren. Das ist die andere Seite der Medaille. So, und einen Punkt will ich noch zu Ihrer Corona-Bemerkung sagen. Ich bin da, wie soll ich sagen, total offen, auch von Kritik. Und das ist selbstverständlich Ihr gutes Recht, dass Sie sagen, Sie finden, da sind schwerwiegende Fehler gemacht worden. Ich will Ihnen da eigentlich widersprechen. Also nach meiner Wahrnehmung waren da nicht so wahnsinnig viele schwerwiegende Fehler. Also es sind welche gemacht worden, ja. Ich könnte die auch benennen aus meiner Sicht und habe es vorhin auch ein bisschen getan, indem ich versucht habe darzustellen, dass wir bei der zweiten Welle zu spät reagiert haben, vor allem auch die Bundesländer zu spät reagiert haben. Aber dass Sie jetzt sagen, nur weil der Bund sozusagen im Rahmen seiner im Grundgesetz verankerten konkurrierenden Gesetzgebung dann tatsächlich auch ein Gesetz nochmal wie das Infektionsschutzgesetz verfeinert und anpasst und auch konkrete Maßnahmen hinterlegt, was absolut juristisch nicht nur in Ordnung ist, sondern auch seiner Kompetenz entspricht. Also die Kompetenz, die er hat, auch kraftvoll wahrnimmt und nicht an die Länder delegiert. Das ist ehrlicherweise, wenn Sie das jetzt mal verfassungsrechtlich betrachten, 0,0 zu beanstanden. Und ich halte es übrigens auch in der Sache für richtig, dass es notwendig war, in diesem Punkt tatsächlich die Bundesnotbremse einheitlich zu verorten. Und dass Sie dann unterstellen, das wäre getan worden, um den Rechtsschutz der Bürger sozusagen zu minimieren, das teile ich auch nicht. Und ich will das auch begründen. Jedes Gesetz, was wir machen und was Eingriffscharakter hat, und von denen machen wir im Deutschen Bundestag eben viele, führt dazu, dass ich sozusagen dann nur noch die Möglichkeit habe, vom Bundesverfassungsgericht zu klagen.
und die Verfassungsgemäßheit dieses Gesetzes in Frage zu stellen. Genau das ist aber eine Rechtsschutzmöglichkeit, die ich habe. Kann ich Verfassungsbeschwerde erheben und, und. Insoweit ist es nicht richtig, dass man sozusagen da jetzt keine juristischen Möglichkeiten hätte, dagegen vorzugehen. Aber wenn das Verfassungsgericht dann entscheidet, es ist verfassungskonform, dann ist das so. Ich habe in der Tat nicht mehr die Möglichkeit, vor jedem Verwaltungsgericht dagegen zu klagen. Und das ist aber auch ehrlicherweise angesichts der Tatsache, dass zu den exakt gleichen Sachverhalten in Länderverordnungen Oberverwaltungsgerichte unterschiedlichste Urteile gefällt haben, zu exakt den gleichen Regelungen, jetzt auch keine, wie soll ich sagen, kein Riesenvorteil des föderalen Rechtsstaates, dass sozusagen gleiche Sachverhalte sozusagen durch die Justiz unterschiedlich beurteilt werden. Das führt zu einer ziemlich großen Verwirrung der Menschen in unserem Land. Na, das liegt schon alleine daran, also wenn wir unsere beiden Bundesländer nehmen, dass in Niedersachsen ja auch ein ganz anderer Verwaltungsrechtsschutz gilt als in Hamburg. In Hamburg habe ich nur die Möglichkeit, vom Verwaltungsgericht für mich alleine eine Regelung zu hinterfragen. In Niedersachsen ist es sofort eine Normenkontrollgeschichte, um es mal in Einfachsprech zu formulieren. Also die Frage, ich bin gegen Maskentragepflicht an der Alster, führte hier dazu, dass ein Mensch, der vor dem Verwaltungsgericht Recht bekommen hatte, mit einem Zettel rumlaufen durfte, auf dem das Urteil im Eilrechtsschutzverfahren sozusagen stand. Und für alle anderen galt aber die Regelung weiter. In Niedersachsen hat das VG Lüneburg, glaube ich, regelmäßig Regelungen sozusagen aus dem eigenen Kreis aufgehoben für das gesamte Bundesland Niedersachsen. Das führt natürlich auch dazu, dass ich als Bundesland ganz anders in so einem Rechtskonstrukt Verordnungen erlasse. Ja. Denn das muss man ja auch mal sagen, also neben dem Infektionsschutzgesetz war ja allen Ländern noch freigestellt, schärfere Regelungen in eigenen Rechtsverordnungen zu regeln. Das hat Hamburg in großer Form auch übrigens immer noch geltend getan. Also hier gilt immer noch die Corona-Eindämmungsverordnung, gegen die selbstverständlich vom Hamburger Verwaltungsgericht Klage erhoben werden kann. Also das ist nochmal was, das war mir vorher natürlich überhaupt gar nicht so klar mit den unterschiedlichen verwaltungsgerichtlichen Strukturen der Länder, aber auch das hat nochmal großen Einfluss auf der Frage, wer schützt sich hier vor was, beziehungsweise wer regelt hier was für wen, die ich auch nicht so ganz trivial finde. Ich glaube, das hat ehrlich gesagt kaum einer wirklich geblickt oder verstanden. Aber ja. Okay. Mit Blick auf die Uhr, Daniel, dann mach doch vielleicht noch mal eine weitere Frage, weil wir eine Stunde verabredet hatten, der Henrik und ich, und dann würde ich den Minister auch wieder an seinem Schreibtisch entlassen. Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu der vorherigen Frage. Also es gibt auch durchaus kritische Richter und Staatsanwälte, wie zum Beispiel ein Hans-Jürgen Papier, die das ganz anders sehen. Aber wie gesagt, das ist auch nicht Thema der Veranstaltung. Der zweite Punkt wäre im Grunde, oder die zweite Frage bezieht sich auf den Länderfinanzausgleich. Also das knüpft im Grunde auch so ein bisschen daran an. Also wenn man sich die Horrorvorstellung im Horrorhaus Berlin anschaut, was ja quasi sozialistisch mittlerweile regiert ist, dann sieht man eigentlich, dass auch hier im Schulsystem, beziehungsweise auch im generellen Ländersystem praktisch eine Lernunfähigkeit besteht. Ja? Da wäre dann eben die Frage mal generell zu stellen, ist es denn überhaupt sinnvoll, wie in Berlin fehlerhaften Politik dann weiterhin über den Länderfinanzausgleich Geld zukommen zu lassen? Oder müssen die nicht einfach mal vor die Wand fahren? Des Weiteren, wie gesagt, Bildungspolitik. Der Bund gibt Geld, ja. Aber wo kommt denn das Geld? Das Geld kommt ja nicht einfach so vom Himmel in die Taschen der Bundesregierung, beziehungsweise auf Bundesebene. Das kommt ja irgendwo her. Das sind unsere Steuergelder, ja, die zukünftigen Steuergelder. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das aus den Augen verloren wird, je höher die Ebenen sind, auf denen dann mit diesem Geld operiert wird. Ja, da wird dann häufig mit der Gießkanne verteilt. Und an den niedrigeren Positionen könnten die wahrscheinlich viel eher sehen, wo es brennt, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja? Genau, Ganztagesschulen, auch so ein Punkt. Zum einen natürlich die Frage, ist es überhaupt erstrebenswert, sein Kind, wenn man ein Kind hat, es den ganzen Tag in die Schule zu geben, als Elternteil, weil man selber so ausgelastet ist mit der Arbeit, dass man mit der Erziehung gar nicht mehr hinterherkommt oder das auch gar nicht mehr stemmen kann. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Generell dazu auch die Frage Umverteilung.
wieso nicht einfach die Abgaben und Steuerlast senken für die Familien, sodass sie mehr Geld in der Tasche haben, um dann die teuren Kitas bezahlen zu können, weil da müssten ja auch die Betreuer und Betreuerinnen besser bezahlt werden dort. Warum nicht einfach mal Steuern senken, anstatt mehr umverteilen und den Leuten dadurch mehr Gestaltungsmöglichkeiten mit dem eigenen Vermögen geben? Ach, das, die Frage mit Berlin finde ich ganz sympathisch, Daniel. Das kann man sich aus Hamburg heraus, stellt man sich diese Frage ganz häufig. Ehrlicherweise. Die kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber eine letzte Antwortrunde. Ja, vielleicht, ich will jetzt auch kein Ping-Pong-Spiel machen mit dieser juristischen Frage über das Bundesverfassungsgericht. Und ich akzeptiere absolut, dass Sie da andere Auffassung sind als ich, aber eine kleine Bemerkung gestatten Sie mir doch. Ich akzeptiere die Meinung von Herrn Papier selbstverständlich und ich gucke mir das immer alles an mit großem Interesse, was er sagt, weil er ist ehemaliger Verfassungsgerichtspräsident. Aber ich will sagen, ich bin in fast allen Auffassungen entgegengesetzter Meinung. Und das muss in einem freien Rechtsstaat auch möglich sein, dass wir da auch uns gegenseitig zugestehen, dass wir einfach unterschiedlicher Auffassung sind. Also ich teile das, was Herr Papier meistens von sich gibt, eben nicht. Aber das ist ja okay, wenn Sie das anders sehen. Der Länderfinanzausgleich, da gibt es natürlich auch eine umfängliche Verfassungsrechtsprechung zu. Das heißt, Sie können nicht einfach sagen, ich drehe jetzt hier den Geldhahn zu, sondern da gucken sich die Verfassungsgerichte dann auch sehr genau an, was brauchen die als Minimalausstattung und dann verhandeln wir über den Finanzausgleich gelegentlich mal neu. Und die letzte entsprechende Veränderung hat eigentlich dazu geführt, dass auch der interne Länderfinanzausgleich kaum noch stattgefunden hat. Also wir werden jetzt als Bund genötigt, sozusagen noch mehr Geld in dieses System zu bringen. Und ich finde es auch nicht schön. Ich würde mir da wesentlich mehr föderale Autonomie wünschen, aber das ist eben das Ergebnis von Verhandlungen zwischen Bund und Ländern, die meistens zulasten des Bundes ausgegangen sind. Und dann die Frage, wie verteilen wir unser Steuergeld, wo kommt es her? Ja, natürlich, es kommt vom Bürger. Und ich teile ja Ihre Auffassung, dass wir mit dem auch sehr sparsam umgehen müssen, beziehungsweise lieber uns einmal mehr beschränken als einmal zu wenig. Mit einmal zu wenig ist nicht ganz einfach, weil wir sind in einer Koalition, wo die SPD auch noch den Finanzminister stellt. Und die SPD hat zu Steuermitteln und zur Ausgabe von öffentlichen Mitteln einen ganz anderen Herangehensgang als wir Christdemokraten. So, und jetzt will ich mal sagen, wenn man sich in einer anderen Koalition befunden hätte, hätte man möglicherweise über das eine oder andere auch anders entschieden. Aber was nicht richtig ist, wäre jetzt den Eindruck zu erwecken, dass wir nicht finanziell solide arbeiten würden. Wir haben aufgrund einer sehr stark wachsenden Konjunktur der letzten Jahre es geschafft, 5 Haushalte hintereinander aufzustellen, die schuldenfrei waren, wo wir die schwarze Null gemacht haben und wo wir unsere Bruttoinlandsverschuldung, das ist ja auch ein Maastricht-Kriterium für die Stabilität des Euros, tatsächlich in 2019 geschafft haben, auf unter 60% zu drücken. Damit gehören wir zu den am wenigsten verschuldeten Industrienationen weltweit. Und auch diese geringe Verschuldung war es, die uns ermöglicht hat, dass wir eben in der Corona-Krise jetzt wirklich klotzen konnten mit den ganzen Unterstützungsleistungen für die Menschen, für die Arbeitnehmer, aber auch für die Unternehmen, was dazu führen wird, dass wir relativ schnell und gut wieder aus dieser Corona-Krise rauskommen werden, anders als viele andere Länder in der Welt, die möglicherweise wesentlich länger daran laborieren werden. So, das ist dann wieder die Grundlage dafür, dass wir ein schnelles, starkes Wirtschaftswachstum haben, was uns dann wieder auch gute Steuereinnahmen generiert, ohne dass wir die Steuern erhöhen müssen. Das wollen wir ja gerade nicht. Und im Parteiprogramm haben wir jetzt ja auch festgelegt, dass wir schrittweise auch die letzten Teile des Solis abschaffen wollen. Das ist dann ja auch eine Steuersenkung, über die man diskutieren kann und die wir umsetzen wollen. Kostet auch nochmal 10 Milliarden. Und ich glaube, gerade was die Förderung von Familien angeht, haben wir in der letzten Wahlperiode wirklich viel gemacht. Und da könnte man die unterschiedlichsten Dinge entsprechend benennen. So, ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe jetzt alles beantwortet. Sicherlich nicht zu der Stellung, aber jedenfalls versucht es darzustellen aus meiner Sicht. Schon mal die erste wirklich wieder intensivere Diskussion wahrscheinlich seit längerer Zeit. Schon mal so ein Warmlaufen für die Zeit nach der Sommerpause in Niedersachsen. Genau.
Also an der Stelle ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön. Es hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht, wenn auch über die Distanz. Aber so hat man wenigstens eine Chance, einen Staatsminister zum Gespräch zu bekommen. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Und vielleicht treffen wir uns bald mal in echt wieder. Und ich wünsche dir für Niedersachsen und deine Kandidatur sowohl im Wahlkreis als auch im Land zusammen mit Silvia Breher wirklich alles Gute. Ich freue mich total, wenn wir uns nach der Wahl in Berlin sehen. Oder vorher vielleicht schon, aber nach der Wahl in der Fraktion. Vorher wäre schön und dir wünsche ich alles, denke ich, Gute. Ich habe dich jetzt ja nur so ein bisschen kennengelernt in den letzten Monaten, aber bin total begeistert, wenn du es nach Berlin schaffen solltest. Das sieht ja auch alles ganz gut aus. Und freue mich dann auf eine total kompetente und sympathische Kollegin in der nächsten Bundestagsfraktion, wo ich denn reinkomme. Ganz, ganz herzlichen Dank. Einen wunderschönen Feierabend und einen schönen Urlaub, wenn du ihn denn dann hast. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank an alle anderen. Mhm.